Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Warhammer-Freunde, zu Dawn of War 2 Retribution. Jo. Wir machen gleich weiter mit der Feudalwelt Kaderis, dieser Mission hier. Bei mir haben wir nicht zur Auswahl. Ist die Rekrutierungswelt der Blood Ravens. Warum also verwüsten? Kyras Leute führen was im Schilde. General, wenn wir wirklich auf Kyras Spur sind, sollten wir sie davon abhalten, Beweise zu vernichten. Ja, und das machen wir auch. Und kriegen dafür noch ein Upgrade für unsere Gardisten. Yay. So, das ist jetzt auch die erste Mission wieder, wo wir Fahrzeuge kriegen. Wobei, als Tyranniden haben wir ja keine Fahrzeuge gekriegt, sondern fette Einheiten. Wir sollten diese imperiale Bastion einnehmen, Sir. Damit können wir echte Artillerie einsetzen. Jo, erstmal sacke ich hier die Packs ein und Ich dann erledige das. nehmen wir die Bastion ein. Wir sind ein. Bin unterwegs. Keine Angst. Ich mache mich auf den Weg. So, währenddessen schicken wir schon mal unsere Leute nach da unten. So, und wir haben unseren Transporter. Wir hören. Eine Chimäre. Wir setzen uns in Bewegung, Sir. In die Chimäre können wir theoretisch Truppen packen. Das geht nicht, Sir. Dafür bräuchten wir mehr Energie, also muss man einen Gardistentrupp herhalten. Also nicht einen Gardistentrupp, sondern einen Infanteristentrupp. Weil die können, glaube ich. Genau. Wenn wir Infanteristen in die Chimäre schicken, dann können sie von da drin aus feuern. Haben also mehr Feuerkraft. Kommandant, ich bin schon unterwegs. Sergeant Lysandros, seien Sie gewarnt. Feindliche Streitkräfte wurden in der Siedlung entdeckt. Weichen Sie nicht von Ihrem Auftrag ab. Unsere Priorität ist es, jedes einzelne Gebäude in diesem armseligen Dorf zu vernichten. Die Diener des Imperators. Ihre Unschuld ist unglaubwürdig. Wir fahren die mal über den Haufen. Holen uns da das Pack. Und die haben eigentlich fast keine Chance gegen die Chimäre. Weil das sind nur Scouts. Die haben keine Chance gegen ein Fahrzeug. Wir müssen uns nur vor Fahrzeugzerstörern hüten. Ja, die Mannschaft nutzt halt die Bordwaffen, um auf die Gegner zu feuern. Ziel bestätigt. Ein feindlicher Angriff. So, dann holen wir uns mal noch die X-Scouts, bevor sie das Gebäude zerstören. So. Wir müssen jetzt den Punkt hier einnehmen. Da kriegen wir Fahrzeugeinheiten geschenkt. Ich habe
Außentrupps können mit Laserkanonen ausgestattet werden, um Panzer anzugreifen. Melterbomben und Melter sind auch perfekt. Kommandant, bin schon unterwegs. Ich erfasse das Objekt. So, das heißt, wir schalten mal hier oben den Transporter der Gegner aus und holen uns noch einen Infanteristentrupp, weil wir keinen, obwohl, ach Mist, ich habe vergessen, dass hier ein Bevölkerungsgebäude ist. Aber machen wir erstmal hier die Scouts weg. Machen wir's. Wir sind jetzt unterwegs. Unsere Transportfahrzeuge haben außerdem noch den Vorteil, dass wir dort Truppen nachrüsten können. Oh, da ist ein Anti-Tank-Truppe. Seltsam, ich habe gedacht bei dem... Oh! Wir werden angegriffen. Nahkämpfer. Ihr schießt auf die. Stufenaufstieg. Da eine Granate hinwerfen mal. Das war unser Fahrzeug. Das heißt, wir haben aber jetzt Platz für einen Gardistentrupp. Okay, werdet ihr gleich nochmal auf das Gebäude fallen, ist es kaputt. Das ist ziemlich zerstört. Ja, gut. Ich höre zu, bin in Bewegung. Jetzt müssen wir noch das andere Gebäude da oben retten. Warten auf Befehl. Das ist ein strategischer Punkt. Zweifellos. Gardisten sind bereit. Als dann. Ich rücke aus. Oh. Terminatorische Marines haben zugeschlagen. Und auch noch Terminatoren mit dabei. Na, wie schön. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Das ist jetzt gerade ärgerlich. Wo ist... Achso, er ist hier. Befehl, wir sind jetzt unterwegs. So, zwei Gardistentrupps, die dürfen helfen. Wir sind hier, an die Arbeit. Ich höre Ziel erfasst. Hier, Gardisten, Befehle? Ich kümmere mich persönlich darum. Nun, wir sind bereit. Ich nehmt euch ein Beispiel, Leute. So, dann gehen wir nochmal zurück und holen unsere Inquisitorin zurück. Nicht sehr geschickt. Ich werde angegriffen!
noch einen Gardistentrupp. Hier Gardisten, Befehle. Die Inquisition lässt sich nicht so leicht abweisen. Ich habe keine Angst. Sergeant Lysandros, bitte kommen. Wir werden angegriffen. Unser Auftrag ist gefährdet. Bleiben Sie ruhig, junge Brüder. Ich werde schwere Unterstützung entsenden. Sie wird in wenigen Momenten ankommen. Wir sind hier, an die Arbeit. Bewegung, Männer. Ja, hier kommt nämlich jetzt gleich ein... Warten auf. Wir werden angegriffen. Unsere Deckung ist gut. Genau, ein Dreadnought runter, ein Cybot. Aber in der Nähe von meinem Unterstützungspunkt werde ich ja zum Glück immer gleich geheilt. Seine Macht nicht uns gehört. Zerstören wir ihn. So, da kommt schon die nächste Angriffswelle, beziehungsweise der Verteidigungsstreit macht, die uns den Weg nach draußen blockiert. Razorback feuert auf uns! Verfeindliche Space Marines in Sicht. Hier kommt ein Razorback! Nutzt eure Deckung, Männer! Razorback feuert auf uns! Wir sind jetzt unterwegs. So. Marines haben zugeschlagen. Dann los. Machen wir's. Ah, wo ist mein... Taktische Marines haben zugeschlagen. Ich hab das Space Marine Ziel besiegt. Ah, Mist. Taktische Marines haben zugeschlagen. Oh, du hast ja Melter, also wirf mal den Melter. Ja, das hat geholfen. So, setzen wir mal Verstärkung ab. Space Marine Ziel eliminiert. Gut. Jetzt gehen wir mal kurz da hoch. Also eins von drei Gebäuden hatten wir leider verloren. Die anderen beiden sind aber noch heil. Sehr schön. Bin schon unterwegs. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Hoffentlich ist das auch wichtig. So, dann können wir nämlich für sie und für ihren Lebenspunkte kaufen, dass sie die Nahkampffahrt sind. Unnötig, aber brauchbar. Wer sollte sich mal entscheiden, was es ist. So, dann muss der Razorback jetzt hier erstmal weg. Wir werden angegriffen. Diese Mauer blockiert unseren Weg. Melde Feindkontakt. Fahrzeug ausgeschaltet. So. Hier bin ich. Ich gehe schon. Wir zeigen denen die imperiale Macht. Kein Schlag wird unbeantwortet bleiben. Verstanden. Oh, ich habe die Sturmtruppen angelockt. Die drei sollten aber unter so viel Feuer kaum eine Chance haben. Nur zu, Sir. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Befehle, Sir. Gut, holen wir uns. Gebäude wird angegriffen. Erstmal den Geschützturm. Hier bin ich. In Bewegung. Wir sind ein und dann doch den anderen. Wir sind würdig, seine Waffen zu heißen. So, eine Granate müsste dann noch reichen. Oder... Oder auch nicht. Da sind wir nämlich die Geschütztürme durch die Kogigatoren los. Oder auch nicht. Wir brauchen ein Ziel. Nicht mehr viel von übrig, was? Hier kommt Zeit für etwas Bewegung.
Hier bin ich. Objekt ist im Visier. Na, rücken wir halt so weiter vor. Nett, dass sie uns die Mauer weggemacht haben. Komm, bin schon unterwegs. Warten auf, gehen wir in Deckung. Scout-Angriff, genau hier. So. Wir werden angegriffen. Feindkontakt. Hier brauchen wir irgendwo Unterstützung mal. Wir sind jetzt unterwegs. Ich habe das Space Marine Ziel besiegt. Wir werden angegriffen. Space Marine Ziel. Flammt die da mal raus. Die nerven sonst nur zu sehr. Ich habe das Space Marine Ziel besiegt. Gut. Wir ruhen uns aus, wenn wir tot sind. Los! Man attackiert mich! Ich höre zu. Eliminiert! Taktische Marines haben zugeschlagen. Schlage jetzt zu. Jetzt sind wir fast am Ziel angekommen. Melde Feindkontakt! In Bewegung! Sie gehen in Bewegung! So. Wir werden angegriffen! Der Feind hat mich festgenagelt! Da kommt jetzt auf jeden Fall was runter. Ah, wo ist mein schwerer Waffentrupp? Ist er schon tot? Warten auf Befehle. Nein, ist er nicht. Feuer eröffnen! Ich bin bereit. Der Kommissar ist gefallen, Sir. Wir sind Cyberverteiler. Gleich ist er tot. Gut. Dann hol du unseren Kommissar zurück. Hier, Kommandant. Ich höre. Wir laden nochmal Verstärkung ab. Ich werde angegriffen. Folge meinem. Bin unter Beschuss. Ich bin hier festgenagelt. So, und noch eine Meta-Bombe. Die ging irgendwie daneben. Das Ziel wurde zerstört. Dann feuert halt mal mit allem, was ihr habt, auf den Kogigator. Das dürfte auch helfen. So, schweres Waffenteam da rein. Wir sind jetzt unterwegs. Ich rücke aus. Du belebst den wie unseren Kommissar wieder. Befehle, Sir. So. Der Beschuss läuft gut. So, weil da kommen jetzt nämlich Terminatoren runter. Zerstören einfach mal unsere Deckung. So, wir setzen wieder Unterstützung ab. Mitten im Feld. Deswegen mag ich den Generalfeldmarschall so sehr. So, und jetzt können wir zum Angriff übergehen. Es dürfte nicht mehr so viel runterkommen, denke ich mal, weil der Deadnought ist runtergekommen und die Terminatoren. Wir sind bereit. Das Ding ausschalten. Ah, es kommt doch was runter. Das ist ziemlich zerstört. Da ist ein Cybot. Erst einmal Feuer auf den Cybot konzentrieren. Der kann nicht feuern. So, und jetzt das HQ zerstören.
Der Aszendant wird triumphieren. Das glaube ich nicht. Klasse, Sir. Sieg. Jo, Sieg. Auf ganzer Linie. Und wir haben Multilasergeschütze als Globalfähigkeit. Stufe für den Kommissar, Stufe für unseren Feldmarschall. Und weiter. Jetzt kommt das Briefing. So, wir verbessern unsere Gardisten. Unsere Truppen sind nun viel stärker als zuvor, General. Ich bleibe dem Kampf nur ungern fern, aber Sie können Lord Byrne und mich auch zurücklassen, um mehr Männer mitnehmen zu können. So, jetzt kommt die neue, die Änderung gegenüber den Tyranniden aus der ersten Staffel. Wir können nämlich jetzt unseren Truppeneinsatz planen. Bei den Tyranniden war es so, dass wir auswählen konnten, was für Einheiten wir mit dem Schwarmlord als Stadteinheiten mitnehmen konnten. Hier können wir jetzt uns entscheiden, also unseren Haupthelden, den Generalfeldmarschall, müssen wir immer mitnehmen, was auch sinnvoll ist. Aber die drei anderen Helden können wir jetzt jederzeit austauschen, nämlich gegen Truppen. Zum Beispiel die Inquisitorin gegen einen Gardistentrupp. Wenn wir das machen, erhöht sie unsere Bevölkerungsgrenze um 10. Wir könnten ihn gegen einen Banewolf, also einen Todeswolf, Wolf austauschen. Ja, das ist der Chimärentransporter, aber nicht als Transporter, sondern eben als... Ich glaube, Säurewaffen hat er geladen, aber ich mag Merrick eigentlich. Und wir könnten Lord Byrne, also unseren Kommissar, unseren Oberstkommissar, gegen einen Trupp Ogrin Blechköppe eintauschen. Das mache ich jetzt für die Nebenmission jetzt erst einmal so. Weil da kann ich auf jeden Fall den Sentinel freischalten. Das hier ist nämlich eine optionale Mission, das hier ist die Hauptmission. Jo. Aber erstmal Level up und so weiter. Kommissar. Fügst du dann Trupps außerdem einen Kommissar hinzu? Außerdem erhalten Trupps, die eine Sergeant-Verbesserung freigeschaltet haben, einen Gesundheitsbonus. Also geht das bald da drauf. Dann kriegen wir nämlich auch schon mal, kriegen wir glaube ich auch einen Sergeant im Feldmarschall-Trupp, was cool ist. Du kriegst Standhaftigkeit, weil... Das kann ich gleich mal im Truppeneinsatzmenü zeigen. Warum? Wenn er nicht eingesetzt wird, Sentinels diesen Bonus, also auch mehr Standhaftigkeit. Und du? Der Truppe leidet weniger Fernkampfschaden. Ja, machen wir mal weiter auf Schaden bei ihm erstmal. So. Und ganz ehrlich, den Flammenwerfer, den verwurstel ich mal. Weil den brauchen wir nicht wirklich. Am besten mal bei ihm. Damit er schnell Stufe 3 wird. Sie kriegen übrigens immer noch Erfahrungspunkte, auch wenn ich sie nicht mitnehme. So, wenn ich jetzt in den Truppeneinsatzbildschirm gehe, sehe ich hier unten zusätzliche Boni. Die habe ich dadurch freigeschalten, dass ich jetzt eben die Fähigkeiten des jeweiligen Helden freigeschalten habe. Also wenn ich den Held nicht mitnehme, dann werden auch diese Boni freigeschalten. Zum Beispiel, dass Gardisten jetzt mehr Gesundheit kriegen, wenn ich die Inquisitorin nicht mitnehme. Und Infanterietrupps machen mehr Schaden, wenn ich den Kommissar nicht mitnehme. Und wenn ich ihn nicht mitnehmen würde, würden Sentinels mehr Schaden machen. Aber ihn finde ich halt ganz gut, was er drauf hat. Und eigentlich bräuchte er ein zusätzliches Zubehörteil. Infiltrieren verbraucht keine Energie mehr, wenn Merrick stillsteht. Ja, ich werde wahrscheinlich
Nur hier oben nur bis zusammenflicken gehen und dann hier unten zwei Punkte reinpacken. Ja, Fernkampfverteidigung könnte ich steigern, wenn sich Merrick nicht bewegt. Also ist halt auch praktisch, aber ich möchte auf jeden Fall den Artilleriehagel haben. Entfernt einrichten und abbauen. Das ist auch praktisch, wenn er solche schweren Waffen dabei hat. Gut, aber lassen wir es mal so. Wir haben das Upgrade für die Gardisten gekriegt. Wir haben unsere Einheitenaufstellung gemacht. Also machen wir jetzt mal Blutfluss, die Optionalmission.